So, einen wunderschönen guten Abend miteinander und herzlich willkommen zum Webinar von Paraiba. Mein Name ist Roger, ich bin 26 Jahre alt und komme aus der schönen Schweiz, genauer gesagt aus St. Gallen. Und ich habe heute wieder die Ehre, euch heute Paraiba vorstellen zu dürfen. Letzte Woche hatte ich leider einen kleinen Unfall. Ich wollte testen, wer stärker ist, ich oder ein Auto. Leider hat das Auto gewonnen, aber Martin ist dann schnell zum Webinar eingesprungen. Vielen Dank dafür, du hast es super gemacht. Aber heute bin ich wieder da, macht euch keine Sorgen, dem Auto geht es sehr gut und mir auch. Also da keine Sorgen. Gehen wir weiter zu Paraiba. Wie wurde Paraiba gegründet? Paraiba wurde am 1.10.2019 gegründet und zwar von unserem CEO, dem Erich Ely. Wieso hat er Paraiba gegründet? Das ist eigentlich ganz einfach. Er ist mit Network Marketing aufgewachsen. Ich glaube, der macht das schon sein ganzes Leben. Bevor er laufen konnte, macht er Network Marketing. Und ja, es viele kennen, du baust etwas auf und früher oder später merkst du, das Ganze bricht wieder in einander ein. Und dann hat Erich irgendwann gesagt, so, jetzt ist aus, jetzt mache ich mein allerletztes Network und das mache ich selber. Und somit wurde Paraiba dann gegründet. Die Firma, die ist in Hongkong gemeldet. Erich Ely ist aus Deutschland. Und mich hat es sehr, sehr fasziniert, wie er denkt und wie er ist. Ich habe ihn auch schon persönlich kennengelernt und war auch schon mit ihm im Urlaub und weiß ich was. Und er ist wirklich ein Mensch, den man anfassen kann und dem es sehr, sehr wichtig ist, alles sauber und ordentlich aufzubauen. Und so hat er es auch mit Paraiba gemacht. Ich bin sehr ein kritischer Mensch. Als das Ganze gestartet hat, habe ich auch gesagt, du Erich, was meinst du, funktioniert das wirklich? Und soll ich meine Freunde und meine Familie da reinholen? Und er hat dann immer gesagt, mach dir da keine Sorgen, wir bauen das ordentlich auf. Und hat mir damals schon gesagt, das nächste, was kommt, ist die Banklizenz. Wir brauchen eine Banklizenz. Und heute darf ich mit Freuden sagen, seit 3 Wochen haben wir offiziell eine Banklizenz. Die ist gemeldet in Russland, in Kasachstan. Und ja, da muss ich sagen, hey, was für ein genialer Mensch. Welcher Mensch stellt eine Firma auf die Beine und holt sich dann mal eine Banklizenz? Und seitdem geht es uns von Tag zu Tag immer besser. Aber genug davon, beginnen wir erstmals mit der Präsentation. Ich erkläre euch zuerst, um was geht es bei Paraiba. Wie können wir bei Paraiba profitieren? Und zum Schluss zeige ich euch noch, wie sieht mein Account aus, damit ihr auch da einen Einblick habt, was ist überhaupt möglich bei Paraiba und wie ist das Ganze aufgebaut. Wir fangen an mit einem Risikohinweis. Bei uns wird mit dem Geld gearbeitet, was investiert wird. Das heißt, wir sind keine sichere Geldanlage. Risiko hat man überall. Ich sage immer meinen Leuten, ja, lass dein Geld unter dem Kopfkissen, wenn deine Hütte abfackelt, dann ist das Geld weg. Und was meine Upline mir damals sagte, das hat mich sehr inspiriert und hat mich selbst auch sehr motiviert. Was wäre, wenn ich von heute auf morgen 1000 Dollar verlieren würde? Da muss ich sagen, ja, 1000 Dollar tut mir schon weh, vor allem damals in dieser Zeit, als ich noch kein Network machte. Und ja, aber ich musste sagen, dieses Risiko möchte ich eingehen. Dann kam die Gegenfrage, was wäre, wenn ich von heute auf morgen jeden Monat 1000 Dollar mehr zur Verfügung hätte? Wie sehr würde sich mein Leben verändern? Da musste ich sagen, ja gut, jetzt hast du mich. Dieses Risiko gehe ich ein, weil jeden Monat 1000 Dollar mehr, das wäre der Wahnsinn. Also das würde mein Leben so sehr verändern. Und inzwischen, ich bin seit Anfang an dabei. Und inzwischen muss ich sagen, das war die beste Entscheidung von meinem Leben, weil ich habe inzwischen ein bisschen mehr wie 1000 Dollar im Monat. Zur momentanen Marktsituation, wie ihr auch schon vielleicht selbst bemerkt habt, die Lebensmittel, die Mieten, das Auto, es wird immer alles teurer. Die Menschen verschulden sich immer mehr, nicht nur die Menschen, sondern auch die größeren Firmen. Es geht eigentlich immer darum, dass der Staat die Oberhand behält. Und da ist es mir ein Anliegen an euch. Auch wenn jetzt Paraiba nichts sein sollte, sucht euch doch irgendetwas, was euch anspricht und versucht es mal. Geht da mal ein Risiko ein, weil ich sage euch eins, es wird nicht besser in der Zukunft. Das Geld wird nicht mehr einfach so. Ihr müsst da etwas machen.
Und auch damit ihr eine schöne Pension haben könnt, lege ich euch ans Herz, sucht euch da irgendetwas und versucht das Ganze mal und baut da mal etwas auf. Wie der Warren Buffett schon immer sagte, wenn du keine Möglichkeit findest, im Schlaf Geld zu verdienen, dann wirst du arbeiten, bis du stirbst. Dieses Zitat hat mich auch sehr bewegt, weil es ist so. Wenn ich nicht arbeiten gehe, bekomme ich Ende Monat kein Geld. Bei Paraiba ist es völlig anders. Hier trifft der Spruch natürlich noch viel besser, weil unsere Auszahlungen finden immer in der Nacht statt, immer zwischen 3 und 4 Uhr. Und somit kann ich jeden Morgen aufstehen und sagen, ich habe wieder mehr Geld verdient. Im Schlaf natürlich. Wie macht Paraiba ihre Umsätze? In erster Linie haben wir Krypto-Trading und als zweitens haben wir Arbitrage. Wenn wir das Krypto-Trading mal anschauen, das ist unsere Haupteinnahmequelle. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben mehrere Trader, die für Paraiba traden, also mit den Einlagen, wo wir alle tätigen. Die Einlagen, sie haben keinen Zugriff auf unser gesamtes Geld. Wir haben inzwischen immer zwischen 5 und 9 Trader. Und die bekommen immer einen gewissen Anteil von unseren Finanzen und ihr Ziel ist es, 1% am Tag zu erwirtschaften. Wieso nur 1%? Da komme ich später drauf, weil wir nicht mehr brauchen. Und das Geniale an diesem System ist, die Trader, die müssen im Voraus melden, was wäre ihre Verlustmöglichkeit. Und wenn sie sagen, ja, ich könnte da, sagen wir, 3 Bitcoins verlieren bei diesem Trade, dann müssen sie 3 Bitcoins zuerst an Erich senden, damit wir da abgesichert sind. Und dann, wenn der Trade funktioniert hat, haben wir Plus gemacht. Wenn wir Minus machen, haben wir zwar nur diese 3 Bitcoins, aber haben keine Verluste gemacht. Und ich habe schon von ein paar Leuten gesagt, welcher Trader macht das schon? Und ja, ich muss einfach sagen, wenn wir die Trader haben, die sagen, ja, ich mache die zu 100%, dann machen die das auch, ganz klar. Wir wollen keine High-Risk-Trader in unserem System haben. Das andere ist, was mir auch sehr sympathisch war, was mir Erich in Singapur gesagt hat, er hatte einen Trader, der hat einmal 400% geschossen. Und was macht Erich? Er hat ihn aus dem System rausgeschmissen. Er hat gesagt, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass du 400% machst. Und dann habe ich auch gesagt, ja, wieso? Das ist ja mega geil. Sagt er, nein, das ist ein hohes Risiko. Mit meinem Geld kannst du machen, was du willst, mit dem Geld von anderen Menschen nicht. Ich möchte, dass du 1% machst und nicht mehr. Und das hat mir natürlich sehr, sehr großes Vertrauen gegeben. Und ich glaube, da würden viele Leute anders handeln und deshalb großen Respekt an unseren CEO. Was habt ihr für Möglichkeiten bei uns? Was ich sehr genial finde, bei uns ist nicht alles auf, wir müssen eine Weiterempfehlung tätigen, sondern wir haben auch die Möglichkeit, von unseren eigenen Einlagen zu profitieren. Und zwar bis zu 0,5%. Das System ist immer so aufgebaut, dass höchstens 1,4% ausgezahlt werden können. Und das ist genau das Geniale, was viele nicht verstehen. Auch wenn bei uns mal einer kommt und, sagen wir, 1-2 Millionen in das System reinbrettert und nach einem halben Jahr nimmt er das Geld wieder raus, dann sagen mir viele, ja, dann kollabiert das System. Nein, eben nicht. Dann verdienen einfach alle wieder ein bisschen weniger und Punkt aus. So einfach ist es. Also das System ist genial aufgebaut. Wir bekommen unsere Auszahlungen nicht immer von Montag bis Sonntag, sondern immer von Donnerstag bis Sonntag. Montag bis Mittwoch machen wir keine Profite. Diese Profite, die gehen dann zu Paraiba für alles, was hinten dran läuft, wie Websites, Werbung und so weiter und so fort. Muss ja auch bezahlt werden. Ein Start bei Paraiba ist ab $25 möglich. Ein Reinvest auch ab $25. Reinvest bedeutet, wenn ihr auf eurem Gewinnkonto, sage ich jetzt mal so, $25 drauf habt, könnt ihr das reinvestieren. Dieses Geld geht dann auf eure Einlage. Und ihr profitiert dann bereits ab dem nächsten Profittag von eurer Mehreinlage weiter. Ein- und Auszahlungen funktionieren derzeit alles per Bitcoin. In Zukunft, Mitte, Ende Juni, also bald, ist auch SEPA oder Ethereum möglich.
Insgesamt haben wir 5 Vergütungsmodelle. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal das erste an. Das wäre die eigene Einlage, also auch für Investoren sehr interessant, die nichts aufbauen möchten. Bei der eigenen Einlage ist es so, dass ihr unter 49.999 Dollar bis zu 0,3% auf den Profittag verdient. Ab einer Einlage von 50.000 Dollar bekommt ihr 0,5% auf eure 50.000 Dollar. Wichtig, auf euren eigenen Account, also auf einen Account. Ihr könnt nicht 50.000 Dollar auf mehrere Accounts verteilen und bekommt dann diese 0,5, sondern ein Account 50.000, dann bekommt ihr 0,5%. Die Einlage, die ihr tätigt, die ist nicht verloren, sondern die ist für 100 Profittage gesperrt. Das heißt, wenn ihr nach 100 Profittagen, circa ein halbes Jahr, sagt, Paraiba ist nicht so ganz meins, dann könnt ihr den Vertrag kündigen und ihr bekommt eure Einlage plus natürlich den Profit, den ihr da bekommen habt, wieder zurück ausgezahlt. Ganz wichtig, wenn ihr euren Account kündigt, dann könnt ihr nicht eine Teilauszahlung machen, sondern ihr kündigt alles oder nichts. Das heißt, wenn ihr kündigt und ihr habt 20.000 Dollar auf diesem Account drauf, kommen die ganzen 20.000 Dollar zurück. Der Account geht verloren. Wenn ihr dann nach einem halben Jahr wieder sagt, doch, Paraiba war geil, ich möchte wieder mit dabei sein, müsst ihr einen neuen Account erstellen. Und somit geht ganz klar eure Streamline auch verloren. Was die Streamline ist, kommen wir gleich dazu. Die anderen 4 Vergütungsmodelle, das hat alles mit einem Empfehlungssystem zu tun. Also das heißt, reine Investoren haben auch die Möglichkeit, von diesem Empfehlungssystem mit zu profitieren. Weil ihr habt die Möglichkeit, eigene Unteraccounts zu erstellen. Ihr müsst keine neuen Leute werben. Wenn einer genug Geld hat, kann er sich in die verschiedenen Vergütungsmodelle einkaufen. Was ist eine Weiterempfehlung? Ich bekomme sehr oft von meinen Leuten gehört, ja, ich kann das nicht, das ist nichts für mich, ich kann doch meinen Leuten das nicht andrehen, bla bla bla. Dann sage ich immer, hey, du hast einen mega coolen Pullover an, von wo hast du den? Ja, den habe ich bei C&A gekauft. Geil, den hole ich mir jetzt auch. Du hast jetzt gerade eine Weiterempfehlung getätigt, ohne dass du es weißt. Bekommst du jetzt eine Provision von C&A, weil ich diesen Pullover da kaufen gehe? Ja, nein. Ja, also, ich habe dir etwas, wo du für deine Weiterempfehlung noch mehr Geld verdienen kannst. Klingt das interessant für dich? Dann schauen wir gleich mal weiter. Das zweite, was wir haben, unser Matching-Bonus. Da profitiert ihr von jeder einzelnen Person, die ihr in eure Firstline einschreiben könnt. Und wie gesagt, ihr habt auch die Möglichkeit, eigene Firstliner zu erstellen, also eigene Unteraccounts. Wenn ihr 1 bis 4 Accounts in eurer Firstline direkt unter euch aufbauen könnt, bekommt ihr von der gesamten Einlage von diesen 1 bis 4 Personen 0,05% auf den Profittag. Nicht nur einmalig, sondern immer wieder auf euren Profittag. Wenn ihr 5 bis 9 Accounts aufbauen könnt, bekommt ihr 0,1%, von 10 bis 19 Accounts 0,2% und ab 20 plus 0,3%. Also ihr könnt auch 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Accounts unter euch direkt aufbauen. Dann bekommt ihr von diesen 2.000, 3.000 Accounts unter euch, von der gesamten Einlage, diese 0,3%. Damit ihr mal seht, was für ein Potenzial das dieser Matching-Bonus überhaupt in sich hat, habe ich eine kleine Rechnung mitgebracht. Und ihr dürft gerne auch mitrechnen. Ich rede jetzt einfach von mir. Ich gehe jetzt davon aus, der Durchschnittsinvestor investiert 3.000 Dollar. Ich habe Leute, die haben 50.000 Dollar investiert. Ich habe Leute, die haben 100 Dollar investiert. Wenn wir den Durchschnitt nehmen von 3.000 und wir gehen alle davon aus, dass wir 20 Accounts unter uns bilden können, weil wir ja eigene Accounts erstellen können, ist das auch nicht schwer. Dann rechnen wir 3.000 mal 20 Accounts, sind wir bei 60.000. 60.000 mal 0,3% sind wir bei 180 Dollar am Tag.
mal 16, weil wir ja 4 Vergütungstage in der Woche haben, sind das mal 16 für den Monat, sind wir bei $2,880 im Monat nur aus dem Matching-Bonus. Da kommt eure eigene Einlage noch mit obendrauf. Was müsst ihr machen, damit der Account vollwertig als Mitglied zählt? Dazu braucht ihr selbst eine Einlage von $100 auf eurem Account. Plus die Accounts unter euch müssen auch mindestens $100 Eigeneinlage getätigt haben, damit sie in diese 1 bis 20 Accounts mit reinzählen. Das nächste ist unser Poolanteil. Der ist am Anfang nicht einfach zu verstehen. Ich hatte auch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber ich verspreche euch eins, wenn ihr diesen Pool verstanden habt, dann seid ihr sowas von verliebt. Wie funktioniert dieser Pool? Ich probiere es immer sehr einfach zu erklären. Wenn ihr es nicht ganz versteht, geht auf eure Upline zu. Der kann das vielleicht noch ein bisschen anders umschreiben. Ich erkläre das immer so. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ihr euch heute bei Paraiba registriert, dann habt ihr die Nummer, ich sage jetzt einfach mal die Nummer 100. Jetzt alles, was unter dieser Nummer 100 an Neugeld bei Paraiba reinkommt, egal ob ihr diese Leute kennt oder nicht, wir bauen das System weltweit auf. Ich hatte letztens sogar gesehen, dass sich einer in Alaska einen Account gemacht hat. Wie geil ist denn das? Also, egal ob ihr die Leute kennt oder nicht, alles, was an Neugeld unter dieser Nummer 100 reinkommt, das geht in eure Streamline. Und aus dieser Streamline werden dann eure Poolanteile gerechnet. In den Pool 1 kommt ihr, wenn ihr selbst eine Einlage tätigt von $1,000, einen direkten Partner unter euch registrieren könnt oder einen eigenen Account natürlich, der auch $1,000 getätigt hat, dann seid ihr im Pool 1. Ihr habt auch die Möglichkeit, zum Beispiel 10 direkte Accounts unter euch mit je $100 zu registrieren. Dann seid ihr auch im Pool 1. Und jetzt funktioniert das Ganze so. Je höher eure Streamline ist, umso mehr bekommt ihr aus diesen einzelnen Pools heraus. Je mehr Leute aber in diese Pools reinkommen, umso weniger bekommt ihr aus diesen Pools, weil ihr müsst es unter all diesen Leuten aufteilen, die diesen Rang auch geschafft haben. Ihr seht nachher in meinem Account, wie das Ganze aussieht, wie viel Profit das da möglich ist. Bei Pool 1 habe ich zum Beispiel gestartet bei 20 Cent am Tag. Und inzwischen sind das $5, glaube ich, $5 pro Tag. Und nicht nur einmalig, sondern immer wieder jeden Profittag. Die Streamline, die wächst, da könnt ihr nichts dagegen machen. Auch wenn ihr sagt, ich investiere mal, ich mache aber nichts. Die Streamline wächst so oder so. Wir haben jetzt verschiedenste Kooperationen, die bei uns an der Haustüre geklopft haben und sagen, hey, wir möchten auch mit Paraiba zusammenarbeiten. Die erste Kooperation ist bereits schon passiert, das war mit Minerva. Und deshalb haben wir jetzt auch schon bereits 60.000 Accounts bei Paraiba eingebucht. Was wir genau in der Streamline zurzeit haben, seht ihr dann bei meinem Account. Das nächste, was wir haben, ist unser Downline-Bonus. Ganz wichtig zu wissen ist, wir arbeiten immer auf alle Vergütungsmodelle gleichzeitig. Also ihr könnt nicht sagen, ich mache nur die Pools oder ich mache nur das, ich mache nur das. Nee, ihr macht alles automatisch gleichzeitig. Und das ist ja genau das Geniale. Beim Downline-Bonus ist es so, dass ihr nicht nur von euren direkten Partnern mit profitieren könnt, sondern ihr profitiert auch, was eure direkten Partner wieder an Leute aufbauen. Das ist eure Downline. Das heißt, ich schreibe jetzt zum Beispiel den Max Mustermann ein. Und der Max, der holt jetzt den Dani, den Patrick, den Michael und so weiter rein. Das gehört alles zu meiner Downline. Wenn ich selbst eine Einlage getätigt habe von $1,000 und meine Firstliner 1 bis 4 auch mindestens $1,000 investiert haben, dann bekomme ich von meiner gesamten Struktur, von meiner ganzen Downline 0,01% auf den Profittag zurückvergütet. Von 5 bis 9 direkten Partnern, die $1,000 investiert haben, bekomme ich 0,02, von 10 bis 19 0,03 und ab 20 0,04. Auch hier habt ihr natürlich die Möglichkeit, um eure eigenen Accounts auf 20 Accounts auf 1000 die aufzufüllen und profitiert dann sofort vom vollen Downline-Bonus.
Auch hier wieder eine kurze Rechnung, was für ein Potenzial dieser Downline-Bonus hat. Wenn wir davon ausgehen, nehmen wir wieder mich als Beispiel. Ich nehme immer mich, weil ich bin völlig neu in der Network-Branche, also Network-Marketing. Ich habe das vorhin noch nicht wirklich getätigt. Und als mir damals einer sagte, hey, du hast in einem Jahr eine 500.000 Downline, habe ich den ausgelacht. Ich so, ja, klar. Und inzwischen habe ich schon ein bisschen mehr wie eine 500.000. Deshalb rechnen wir jetzt mal davon, dass jeder 500.000 schaffen könnte, wenn er natürlich etwas macht. Das ist immer die Voraussetzung. Eine 500.000 mal 0,04% auf den Profittag sind wir bei $200. $200 mal 16, um wieder den Monat auszurechnen, sind wir bei $3.200 nur aus dem Downline-Bonus. Da kommt der Poolanteil mit oben drauf, der Firstline-Bonus und natürlich eure eigene Einlage. Und ich glaube, wenn das jemand geschafft hat, dann lässt sich sehr gut leben. Das war es noch nicht alles, sondern jetzt kommt noch das Letzte, das ist unser Rangbonus. Beim Rangbonus ist es so, dass wenn wir jetzt den Rang Yellow anschauen, das ist sehr ähnlich aufgebaut wie jetzt bei den Pools. Wenn ihr selbst eine Einlage tätigt von $1.000, einen Firstliner sponsoren könnt, der auch $1.000 investiert, dann habt ihr den Rang Yellow und ihr bekommt eine einmalige Auszahlung von $10. Entschuldigung. Wenn ihr den Diamond Blue anschaut, und jetzt kommt der springende Punkt. Was muss passieren, damit ich bei den Rängen aufsteigen kann? Ihr braucht selbst eine Einlage von $5.000 und nicht erschrecken, ihr müsst nicht nochmals $5.000 investieren, sondern ihr habt $1.000 investiert, dann müsst ihr nochmal $4.000 obendrauf auf eure eigene Einlage und habt dann die $5.000 zusammen. 2 bis 4 direkte Firstliner mit einem Gesamtinvest von $2.000 und jetzt braucht ihr 2 Accounts oder 2 Leute unter euch, die auch den Rang Yellow erreichen. Dann seid ihr Rang Blue geworden und bekommt eine einmalige Auszahlung von $100. Ich möchte jetzt nicht auf jeden Rang eingehen. Schauen wir mal, was die einmalige Auszahlung bei Green wäre. Da hättet ihr $1.000, bei Purple 5.000, bei Red 15.000 und bei Paraiba $25.000. Jetzt müsst ihr mich noch ganz kurz entschuldigen. Ich habe total vergessen, dass wir ja noch andere Pools haben beim Poolanteil. Entschuldigung. Ja, wir sind live und da können solche Fehler passieren. Wir haben natürlich nicht nur einen Pool, nein, wir haben 7 Pools insgesamt. Wer weiß, vielleicht kommt auch noch ein 8er Pool dazu. Wie kommt ihr in den 2. Pool? Das System ist natürlich genau gleich, wie ich vorhin schon erzählt habe. Den 2. Pool erreicht ihr, wenn ihr selbst eine Einlage tätigt von $5.000, 3 direkte Accounts unter euch sponsoren könnt mit einer gesamten Einlage von $5.000. Dann seid ihr im Pool 2. Für den 3. Pool braucht ihr selbst wieder eine Einlage von $5.000, 5 direkte Partner, die zusammen $15.000 investieren. Für den 4. Pool braucht ihr selbst $10.000, 10 direkte Partner, die zusammen $35.000 investiert haben. Für den 5. Pool braucht ihr selbst 15.000. Wie gesagt, ihr müsst nicht nochmals 15, ihr habt ja schon 10 drin, nochmal 5 oben drauf. 15 direkte Partner, die zusammen $95.000 investieren. Bei Pool 6 braucht ihr selbst 20.000. 20 direkte Partner, die zusammen $180.000 investieren. Und für den 7. Pool, da ist zurzeit nur eine Person drin, da braucht ihr selbst $50.000 Einlage, 20 direkte Partner, die zusammen 500.000 investieren. Ganz klar, das ist auch für Investoren interessant, weil ihr könnt euch in diese Pools auch einkaufen. Und wie gesagt, eine Person ist jetzt im Pool 7 und der hat alleine aus Pool 7 pro Tag $1.000. Nur aus Pool 7. So, was könnt ihr machen, wenn ihr diese Präsentation gesehen habt? Ihr geht auf euren Sponsor zu, der euch heute auf dieses Webinar gebracht hat. Der schickt euch einen Registrierungslink. Da könnt ihr euch registrieren und dann merkt das System, ah, ihr kommt von Max Mustermann, werdet da gleich drunten reingebucht. Dann könnt ihr eine Mindesteinlage tätigen von $25
und könnt das System dann bereits weiterempfehlen und natürlich von all dem mit profitieren. Das wäre es gewesen mit der Präsentation von Paraiba. Ich zeige euch jetzt noch meinen Account, wie das Ganze aussieht. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Sollte alles funktionieren. Gut. Alles gut. Alles gut. Danke, Dirk. Also, hier oben seht ihr jetzt meine Streamline. Ich bin jetzt die Nummer 17 und unter dieser Nummer 17 sind bereits 7,6 Millionen an Neugeld reingekommen bei Paraiba. Und das sehen wir auch, was für eine Transparenz wir zum System haben. Also wir sehen ganz genau und immer jeden Tag, wie die Streamline wächst und wie viel Geld genau bei Paraiba wieder neu reingekommen ist. Und diese Transparenz, die habe ich noch nirgends gesehen. Also geht mal zu eurer Bank und fragt mal, hey, was habt ihr in diesem Monat an Geld einbekommen? Die lachen euch aus und sagen, da bist du reingekommen, da kannst du auch wieder rausgehen. Hier seht ihr die letzten Anmeldungen, von wo kommen die. Und wenn ihr jetzt seid in Deutschland, gerade vor einigen Minuten hat sich wieder ein neuer Partner registriert. Hier unten seht ihr meine First Line. Ich habe jetzt bereits 183.000 mit meinem Team aufgebaut und in meiner Downline bereits 870.000 Dollar. Hier oben seht ihr meinen Zirkel. Der Zyklus, der geht immer 100 Profittage. Wenn diese 100 Profittage erreicht sind, kann ich meinen Account kündigen und bekomme alles wieder ausbezahlt. Der Account ist dann aber auch weg. Wenn ich nichts mache, dann läuft dieser Zyklus einfach wieder von vorne weiter. Also ich bin wieder weitere 100 Tage im System mit dabei. Hier unten seht ihr, was ich selbst für eine Einlage getätigt habe. Wichtig zu wissen, ich habe nicht von Anfang an 64.000 hier reingebrettert. Nee, das hätte ich auch nicht gekonnt. Ich bin damals mit 5.000 Dollar gestartet von einem Jahr. Wie gesagt, ich bin kein Networker. Ich bin völlig neu in diese Branche reingekommen. Ich bin eigentlich Koch, gelernter Koch in der Schweiz. Und ja, habe mich dann mal umgesehen, was gibt es für Möglichkeiten, um zum sonst noch Geld verdienen. Bin dann auf Paraiba gestoßen, habe damit 5.000 Dollar gestartet und habe mir dann mal ein Team aufgebaut. Und ich hätte nie in meinem Leben erwartet, dass das solch ein großes Ausmaß nehmen würde. Inzwischen habe ich ein Team von einer Downline von fast 1.000 Leuten und ja, was soll ich sagen, ich bin unendlich dankbar für diese Möglichkeit. Hätte ich in meinen Träumen niemals erwartet. Und ich sage es euch nochmals, es ist für jeden machbar. Also wenn ich das geschafft habe, dann schafft das jeder hier. Das verspreche ich euch, wenn ihr euch natürlich vornimmt, Gas zu geben. Hier unten seht ihr die Balance, da ist jetzt Null drauf, ich habe gerade eine Auszahlung getätigt. Das ist quasi meine Brieftasche. Dieses Geld, was hier drauf kommt, jeden Donnerstag bis Sonntag, kann ich mir entweder auf mein Bitcoin-Konto aufladen oder ich kann es wieder reinvestieren und das Geld arbeitet dann wieder weiter. Hier seht ihr meine Pools. Ich bin jetzt seit einer Woche in Pool 6 reingekommen. Ich habe jetzt alleine aus Pool 6 457 Dollar. Ich habe natürlich nicht nur das aus Pool 6, nein, ich habe das aus Pool 6, 5, 4, 3, 2 und 1 alles zusammen summiert. Das ist genau das Geniale dran. Die graue Zahl, die zeigt mir, was ich bekommen würde, wenn ich jetzt noch den Pool 7 erreiche. Geht es noch einen Moment, aber den erreiche ich schon noch. Da habe ich keine Angst mehr davor. Hier drüben seht ihr, was ich für einen Rang habe. Ich bin jetzt zurzeit im Purple. Und hier unten zeigt es einem an, was fehlt einem für den nächsten Rang. Also ihr seht jetzt, mir fehlen jetzt noch zwei Leute in meinem Team, die auch den Rang Purple erreichen. Dann steige ich auf in den Rang Red und bekomme eine einmalige Auszahlung von 15.000 Dollar. Mit obendrauf natürlich mit meinen täglichen Renditen. Hier unten seht ihr eine Zusammenfassung. Deposit, das ist die eigene Einlage. Also ich habe von 64.000 Dollar 305 Dollar pro Profittag natürlich. Dann der First-Line-Bonus, das ist das zweite, was ich euch gezeigt habe. Da bekomme ich bereits 547 Dollar. Ich habe keine Brille an, Entschuldigung.
Dann vom Downline-Bonus, das vierte, was ich euch erklärt habe, von der gesamten Struktur, bekomme ich bereits am Tag $343. Und aus dem Pools, das ist das dritte, was ich euch erklärt habe, $918 am Tag. Und der Rank, der ist jetzt natürlich auf Null, weil ich den Rank letztes Mal nicht geschafft habe, aber der kommt vielleicht bald mit dazu. Insgesamt mache ich jetzt pro Profittag $2,113. Und ja, ich glaube, das lässt sich gut leben mit dem. Als Leader habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, auf euer Team zuzugreifen. Das heißt, ihr seht jetzt, wenn ihr ein eigenes Team aufgebaut habt, schauen wir gleich mal meinen besten Freund an. Das ist hier der Panda. Der hat auch bereits wieder 20 Leute unter sich aufgebaut. Und somit habe ich immer einen Überblick, was passiert eigentlich in meiner Struktur. Was natürlich auch sehr interessant ist. Ich verbringe auch in meiner Freizeit einfach mal ein paar Stunden mit meinen Leuten, was ich da habe, und kann genau schauen, wen kann ich jetzt noch genau unterstützen, damit der auch wieder ein bisschen vorwärts kommt. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn doch, dann geht doch bitte auf eure Upline zu oder auf euren Empfehlungsgeber. Wenn der es nicht beantworten kann, dann soll der zu seiner Upline und der zu seiner Upline und so weiter und so fort, bis einer die Antwort weiß, und dann bekommt ihr die Antwort auch zurück. Und geht doch nicht gleich auf unseren Support zu. Wenn ihr andere Fragen habt, wir haben auch eine Telegram-Gruppe, da könnt ihr auch gerne darauf zugreifen, wo auch viele Fragen beantwortet werden. Und ja, zum Schluss habe ich noch eine kleine Überraschung, und zwar haben wir zurzeit noch einen Incentive offen. Der Incentive, der läuft jetzt noch bis zum 15. August. Das heißt, wenn ihr bis zum 15. August eine Firstline aufbauen könnt von $25,000 und eine Downline von $50,000, dann kommt ihr eine Woche mit uns mit nach Afrika. Natürlich alles all inclusive. Das heißt, der Flug wird bezahlt bis $1,000 und der ganze Aufenthalt mit Essen, Trinken, Ausflüge, alles wird bezahlt von Paraiba. Und das Wichtigste am Ganzen ist, ihr lernt uns alle mal kennen, alle uns Leader, unseren CEO, der ist da auch immer mit dabei und so weiter und so fort. Ich war vor ein paar Wochen in Singapur mit der ganzen Mannschaft, die damals einen Incentive geschafft haben. Und ich rate euch eins an, wer das verpasst, der hat was verpasst, weil das war eines der schönsten Zeiten in meinem Leben. Ich hoffe, ich kann euch da alle mal persönlich kennenlernen und euch auch mal die Flossen schütteln. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Genießt die Zeit, die ihr noch habt. Und wir sehen uns hoffentlich bald. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.